Hallo Leute, hier ist wieder Bisschen aus Berlin. Ja, ich bin jetzt heute in Prag und es sind wieder neue Eindrücke. Ich bin total verwirrt hier. Ich zeige euch mal ein bisschen ein paar Eindrücke, die ich jetzt sehe. Ja, das scheint hier irgendwie ein Justizgebäude zu sein, da steht der nette Herr. Und da hinten sind total schöne Kirchen, aber ich suche erst mein Hotel und dann mache ich das alles. Also ich denke mir, ich filme das mal. Bevor ich zum Hotel gehe, das ist immer geradeaus und hier gibt es echt eine Steigung, wenn man so runter guckt, ist wie in Istanbul, voll anstrengend. So, der Springbrunnen musste mit drauf und schaut euch mal den Anblick an, da muss ich mal erneuern. Ich bin jetzt in meinem Hotel angekommen und das Hotel ist echt super. Wow, das ist genau so, wie ich es mir gedacht habe. Keine schweren Gardinen, wo irgendwie zu viel Staub sein könnte. Genau nach meinem Gusto, alles so Holz, auch wenn man ein bisschen mehr zahlt, das lohnt sich. Ja, schaut euch mal, wie schön das Badezimmer ist. Mal sehen, ob wir hier Licht haben. Voll nice. Freue ich mich schon drauf zu duschen. Da bin ich. Gefällt mir natürlich das Doppelbett. Da werde ich mich heute richtig flitzen dran. So, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ist ein bisschen schlecht. Jetzt habe ich noch mal, war ich bei Betty Garten. Da habt ihr ja gesehen, was ich da gegessen habe. Und jetzt laufe ich einfach mal hier runter. Da hinten ist irgendwie so eine Brücke. Die Schattenbrücke. Da will ich heute. Ich glaube, ich drehe das von hier nochmal. Das sieht viel schöner aus. Ich habe echt hier viel, viel zu entdecken in Prag. Das ist total. Ich bin amazed. Auch das Hotel ist so klasse. Und Veggie Garden, wo ich gerade war, das hat auch so lecker geschmeckt, der Cupcake. Das ist irgendwie Wahnsinn. Mir macht es richtig Spaß, schon am ersten Tag. Ich glaube, ihr wisst, wie gerne ich spazieren gehe. Und hier die Promenade ist so unendlich weit. Drüben ist auch ein Gebäude. Und irgendwie, vorhin hat es geregnet, aber jetzt das Wetter ist toll. Ja, da kommt auch ein Schiff. Ich bin ja gespannt. Ich glaube, die heißt nicht Charlestonbrücke, sondern Charlesbrücke. Schauen wir nochmal nach, wie sie genau heißt. So.
bin endlich auf der an der Talsbrücke angekommen. Muss ich noch einen Umweg nehmen, damit ich da überhaupt drauf komme. Aber das ist die. Und ich hoffe mal, dass ihr die genauso schönen Ausblick habt wie ich. Wie ist es zu dunkel? Ich hoffe mal, das wird jetzt heller. Ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen, in irgendwelchen Klassenzimmern Unterricht, Tanzunterricht zu nehmen und nicht draußen zu sein in der Natur und solche schönen Dinge zu erleben. Vielleicht liegt es an Corona, dass wir so lange eingesperrt werden. Ich weiß es nicht. Der Tag war heute wunderschön und ich schließe den jetzt ab. Das Konzert war toll. Jetzt laufe ich einfach zum Hotel runter und genieße nochmal diesen Ausblick. Ja, und morgen werde ich Museen und sowas besuchen. Heute war einfach mal etwas relaxter.